Wie viel Bargeld hast du gerade dabei? Keins. Dein letztes Konzert war? Tim Bensko in Köln, weiß nicht wann. Eine Fee sagt, du darfst dir einen Bayern-Spieler aussuchen. Wer soll's sein? Gerd Müller. Das schönste Schimpfwort, mit dem du je beschimpft worden bist? Ich habe dich nicht verstanden. Ich meine, es wäre in Neapel gewesen. Irgendwas Italienisches. Was ist schön an Gelsenkirchen? War ich noch nie, also außer beruflich. Ich war nur auf Schalke, aber in Gelsenkirchen noch nie. Pott oder Schale? Also beides so haben wir auch nicht schlecht. Blau oder Rot? Na dann Rot. VfB Stuttgart war früher mein Lieblingsverein. Da ist Rot irgendwie eine Grundfarbe. Bitte ergänzen, für einen Tag wäre ich gerne mal... Kann ich nicht. Ich wäre nicht gerne jemand anderes. Ich muss ganz kurz überlegen, wer wäre ich gerne? Ich hätte gerne mal Wimbledon gewonnen. Wer hat das letzte Mal Wimbledon gewonnen? Djokovic? Boris Becker. Naja, okay, ich wäre, also Boris Becker 85, wäre ich auch gern gewesen. Das ist ungefähr gleich alt, da hätte ich gerne Wimbledon gewonnen. Ich wäre 1985 gern kurz Boris Becker gewesen, das stimmt. Wann hat Kevin Großkreuz Geburtstag? Keine Ahnung. Ich werde immer von Fritz Lünschermann erinnert, wenn die Jungs Geburtstag haben. Ich kann mir ganz schlecht Geburtstag merken. Was machst du, wenn dir alles auf den Sack geht? Das hängt davon ab, wo ich gerade bin. Also meistens ist mir, stehe ich dann leider am Spielfeld dran, man sieht mir es an. Aber wenn ich zu Hause bin, dann kriege ich das auch so hin. Es passiert aber nicht so oft, dass mir alles auf den Sack geht, um ehrlich zu sein. Bei welcher Sportart schaltest du sofort um? Da gibt es keine. Ich finde immer einen Grund, das Zeug zu gucken. Ich gucke sogar Dressurreiten während der Olympischen Spiele, obwohl ich weder reiten kann, noch dass mich Dressur interessieren würde, aber ich gucke es. Schon mal ein Porno gesehen? Ja. Erzähl mal die Handlung. Ja, Titel hieß Josefine Mutzenbacher, wie sie wirklich war. Und das ging irgendwie, die hatten, ich weiß nicht, irgendeine Zeit gewesen, wo die Frauen relativ weite Röcke an hatten und so weiter. Ja, also und genaue Handlung weiß ich nicht, aber es ging zur Sache. Und ich war 16 damals, 15. Bitte kurz. Bitte kurz ergänzen. Entweder du packst deine Tasche und fährst oder... Du packst deine Tasche und gehst. Ja, das war's.